Herzlich willkommen im ORF-Zentrum. Wir machen jetzt einen kleinen virtuellen 360-Grad aktivierten Rundgang durch das ORF-Zentrum und beginnen im Newsroom. Ja, meine Damen und Herren, mehr dazu dann in der Zeit im Bild um 19.30 Uhr. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Ja, jetzt recht ungewöhnlich spreche ich in eine Kamera, die sehr klein ist, aber die einiges kann. Mein Name ist Nadja Bernhard, ich präsentiere die Hauptnachrichten um 19.30 Uhr. Das mache ich jetzt nur mehr seit 3 Jahren und braucht man, glaube ich, nicht dazu sagen, dass das sehr spannende Zeiten sind und insofern dieser Job jeden Tag aufs Neue eine große Herausforderung darstellt. Jetzt befinden wir uns im zentralen Ingest des ORF, sozusagen das Videoherzstück des ganzen Unternehmens. Hier kommen alle Leitungen aus der ganzen Welt zusammen und werden ins PCMS eingespielt, in den zentralen Server eingespielt. Und es kommen auch genau hier alle Reporter und Reporterinnen her und spielen ihr Rohmaterial ein in dieses System. Das ist der RP11, der zentrale Regieplatz für Sportübertragungen. Hier wird gerade ein Fußballspiel abgewickelt, nämlich Austria Wien gegen Sturm Graz. Hier an der hinteren Seite befindet sich der Ton. Hier habe ich Platz nehmen dürfen am Sessel des Regisseurs. Auf dieser Seite haben wir den Bildmeister, hier die Grafiker und Regieassistenten. Da hinten geht es um das Bild und ums Licht. Und hier im Hintergrund wird daran gearbeitet, dass die Analyseszenen für die Pause vorbereitet werden. Nachdem alles, was im Fernsehen passiert, hochauflösend in HD ist, müssen die schönen Moderatoren noch schöner gemacht werden. Und das passiert hier in der Maske. Danke vielmals. Gerne. Schöner geht es bei diesem Gesicht einfach nicht. Wenn ich richtig informiert bin, sehen Sie jetzt unseren wunderbaren Newsroom in 360 Grad. Unsere Vidi-Wände, die wir jeden Tag aufs Neue bespielen, die wir unterschiedlich bespielen können. Sie sehen, was unglaublich ist, auch diese 3 Kameras, in die wir sprechen. Normalerweise sitze ich hier zu zweit, daher 1-2-Kamera und die 3. Kamera ist dann, wenn ich gemeinsam mit meinem Co-Moderator im Bild bin. Oben läuft das, was gerade jetzt live auf ORF zu sehen ist. Und draußen sind die Studenten, die dann das Ganze beurteilen werden, was hier abgeht. Hat mich gefreut, dass ich Teil dieses Experiments sein darf.